Drei Kryptowährungen, die du unter 1 Euro bekommst. Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauer. In diesem Video geht es darum, ich möchte dir drei Top-Projekte vorstellen, die unter 1 Euro kosten. Ganz wichtig klarzustellen, nur weil etwas günstig ist, heißt es nicht, dass es unterbewertet ist. Also wenn wir zum Beispiel die Meme-Coins annehmen, da haben wir sehr, sehr viele Coins oder Token im Umlauf und dadurch geht der Preis auch immer weiter runter. Also man muss natürlich wissen, wie setzt sich der Preis zusammen. Das hängt einmal von Anzahl der Coins, die im Umlauf sind, plus Marktkapitalisierung. So setzt sich der Preis zusammen. Das heißt, nur weil etwas günstig ist, also günstig in Anführungszeichen, ist das jetzt nicht so wie Bitcoin, ein Wert von 70.000, sondern unter 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Nur weil etwas so niedrig ist, heißt es nicht, es ist günstig und es ist unterbewertet. Also das muss ich von vornherein muss ich das sagen, dass man das hier richtig versteht. Des Weiteren sind das Projekte, die meines Erachtens her überwiegend noch unter dem Radar laufen. Das eine Projekt ist ein bisschen bekannter, das andere mittelmäßig, das andere ist relativ unbekannt, ja. Möchte ich noch dazu sagen. Aber ich glaube, vom Chance-Risiko-Verhältnis sind das gute Projekte, wo man sich überlegen kann, lohnt sich jetzt noch ein Einstieg oder ein bisschen später, je nachdem, was man für einen Horizont hat. Aber ich sehe bei diesen Projekten langfristig auf die nächsten 3 bis 5 Jahre extrem viel Potenzial. Und daher würde ich jetzt aktuell sagen, sind das gute Projekte, wo man mit längeren Horizont investieren kann, die auch sehr gut aufgestellt sind, vom Hintergrund von den Infrastrukturen, von den Machern, von den Erfindern, sind das wirklich solide Projekte, wo ich davon ausgehe, dass die auch noch in nächster Zeit existieren werden, weil der Kryptomarkt ist natürlich sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, es kann hier sehr, sehr schnell gehen. Noch ist das Projekt extrem gehypt. Im nächsten Bärenmarkt stürzt das Projekt so ab, dass es irrelevant ist. Also das heißt, wir sind jetzt aktuell schon in einer ziemlich hohen Phase. Die Altcoins haben schon sehr, sehr stark gepumpt, ja, sind nach oben gegangen. Deswegen ist jetzt hier Vorsicht geboten, wenn ich jetzt hier natürlich einsteige. Also wenn ein Projekt 300%, 400% gemacht hat in den letzten Monaten, dann sollte ich mir überlegen, ja, steige ich jetzt überhaupt noch ein oder warte ich mal eine größere Korrektur ab? Das ist natürlich so eine Kernfrage. Aber ich denke, wir gehen jetzt mal an den Computer und ich rede nicht so viel und zeige euch ein Projekt nach dem anderen und seid gespannt, was ich rausgesucht habe. So, jetzt sind wir an meinem Computer. Das erste Projekt ist Best von Bitpanda, der Bitpanda Ecosystem Token. Also ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, aber wenn ich diesen Best halte, habe ich so viele Vorteile wie kaum bei einem anderen Projekt. Also das heißt für mich persönlich, selbst wenn der Preis runtergeht und wir befinden uns in einem Bärenmarkt, dann ist es immer noch sinnvoll, diesen Best zu halten. Diese Vorteile möchte ich euch zeigen. Also erstmal bekommt ihr Rewards. Das heißt, es werden umso mehr Best ihr haltet, umso mehr wird an euch ausgeschüttet. Das findet statt über einen Airdrop. Und das ist ähnlich wie jetzt Staking. Aber vom rechtlichen her gesehen ist es ein Airdrop. Und nur wenn man 10 Best hält, kann man schon daran partizipieren. Wenn ich jetzt da andere Projekte angucke, was ich dahinter legen muss an Coins oder Tokens, dass ich an Staking dann teilnehmen kann, hier sind das nur 10 Best, das sind aktuell 5, 6 Euro und dann partizipiere schon an extrem vielen Vorteilen. Also einmal kriege ich eine Airdrop-Ausschüttung, also regelmäßig kriege ich diese Rewards vom Best, dann kann ich günstiger traden. Umso höher ich bin in dem Bereich von den VIP-Levels, es gibt 5 VIP-Levels, umso mehr Best ich halte, umso bessere Kondition kriege ich. Zusätzlich habe ich eine Bitpanda-Card, wo ich mit bezahlen kann, plus Geld abheben. Und bei da kriege ich bis zum Teil 2% Cashback. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe, sagen wir jetzt mal für 300 Euro, kann ich bis zu 6 Euro zurückbekommen von diesem Einkauf. Bis zu 2%. Also das ist schon lukrativ, weil wenn ich Nudeln damit zahle, kann ich da auch schnell mal, ja je nachdem, was ich ausgebe im Monat, 30 bis 50 Euro pro Monat Cashback kriegen. Ja, das sind ungefähr 600 Euro im Jahr. Von diesem 2% Cashback, den bekommt man in BTC. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man den noch auswählen kann, was man den bekommt. Jedenfalls habe ich natürlich noch die Kurssteigerung eventuell noch mit bei. Zusätzlich bietet
Bitpanda über 30 verschiedene Staking-Projekte an auf der Plattform. Da kann ich auch nochmal bis zu 12,5% zusätzliche Staking-Rewards bekommen, also von den Projekten. Also das heißt, nur als Beispiel, ich kriege jetzt bei Ethereum nicht 3%, sondern 4%, weil ich ein höheres Level habe vom Best, weil ich mehrere Tokens davon besitze. Zusätzlich kann man sich bis zu 12,5% zusätzlich Bitpanda Cash Plus Bonus holen. Also ich könnte jetzt Euro einlagern, ähnlich wie auf dem Sparbuch, kriege darauf Zinsen. Und umso höher ich bin vom Level, vom VIP-Level, umso mehr kriege ich zurück von den Zinsen. Ist natürlich auch eine coole Sache. Zusätzlich auch richtig interessant. Für 5, 6 Euro kriege ich schon VIP Level 1. Und dadurch, wenn ich ein neues Projekt folge, was auf Bitpanda kommt, wo ein Airdrop vorgesehen ist, bekomme ich einen Anteil davon. Es gibt 5 VIP-Levels und je nachdem, wie hoch ich bin, bekomme ich einen gewissen Anteil. Haben die VIP-Level 5 über 130 Euro geschenkt bekommen, nur durch Airdrops. Je nachdem, wie lange man das Ganze gehalten hat, wann man verkauft hat, war sicherlich auch noch mehr drin. Also das bekomme ich auch nochmal zusätzlich obendrauf. Und das sind mal die wichtigsten Vorteile vom Best, wenn ich den halte. Wenn wir uns noch den Preis ansehen, sind wir bei 53 Dollar Cent, ist sehr, sehr wenig. Alles unter 1,20 Dollar bis 1,50 Dollar finde ich persönlich günstig. Stand jetzt und der Höchstwert war mal bei 3,30 Dollar, 3,40 Dollar. Das hier mit den 12,23 Dollar kann ich nicht so bestätigen. Also am 18. Januar hat jemand spaßeshalber angekannt, das kann ich mir nicht erklären, mal so eine Best für diesen Preis angeboten. Und es gab Leute, die haben den gekauft. Und er war aber auf Bitpanda für 40 Cent zu haben. Leute haben ihn für 12 Dollar gekauft. Warum das so ist, weiß ich nicht. Deswegen sind für mich diese Daten verfälscht. Wir sind ungefähr 40, ja nicht ganz, 60-70% sind wir ungefähr von All-Time-High weg. Also wir haben noch riesiges Potenzial. Zusätzlich findet regelmäßig ein Best-Burn statt, bis nur noch 250 Millionen Best übrig bleiben. Also was ich weiß, werden noch circa 500 Millionen Best verbrannt. Es wird immer mehr, weil es immer mehr Benutzer gibt. Zusätzlich muss man auch noch sagen, ja klar, der Best hängt an dem Erfolg von Bitpanda dran. Aber allein, wenn man sich schon mal die Rahmendaten von Bitpanda ansieht, sie sind ein Milliardenunternehmen. Sie haben Geldgeber wie Vala Ventures von Peter Thiel und sind mit über 300 Mitarbeitern und die bestregulierteste Kryptobörse im europäischen Bereich sehr, sehr gut aufgestellt. Dazu ist das Unternehmen über 10 Jahre alt. Also sie haben schon Bären- und Bullmärkte x-mal durchlebt. Und sie wissen genau, worauf es ankommt und sie setzen immer wieder neue Trends. Hinzu kommt ja auch, ich kann ja nicht nur Kryptos handeln, Edelmetalle, Rohstoffe, Derivate, also Aktien, Spiegelung und, und. Sie sind sehr innovativ und sind für mich führend, was Finanzbroker im europäischen Bereich angeht. Also da hängen andere Anbieter für mich Jahre, wenn nicht sogar Lichtjahre hinterher, muss ich natürlich ganz klar sagen. Also mit der Infrastruktur, mit den finanziellen Mitteln im Hintergrund, mit der Power, mit den Beratern, sehr, sehr schwer einzuholen. Also dieses Projekt ist für mich völlig unterbewertet. Völlig unterbewertet. Die werden ihren Weg gehen und der Best wird sich durchsetzen. Zusätzlich bieten sie auch noch an, als White Label, ich kann als Unternehmen die Infrastruktur von Bitpanda nutzen, aber es läuft alles auf meine Webseite. Das heißt, ich biete als Bank Kryptowährung an, die Leute kaufen bei mir die Kryptowährung, im Hintergrund läuft mit Panda. Auch das wird immer weiter ausgebaut und auch diese Kunden können vom Best VIP Level partizipieren. Und das werden sie sicherlich auch machen. Deswegen, hier ist eine extreme Power. Der Best wird seinen Weg gehen und die 8 Euro schätze ich auf die nächsten 5 bis 6 Jahre absolut realistisch ein. Absolut realistisch. Und dann sprechen wir von mehr wie ein 10x. Und das ist schon eine gute Hausnummer, sagen wir mal. Zusätzlich habe ich ja, wie gesagt, diese Benefits und kriege immer wieder Geld zurück. Das heißt, mein Investment bekomme ich immer wieder Geld zurück, weil es immer wieder arbeitet, immer wieder Geschenke, immer wieder Vorteile mit Vergünstigung. Also das ist für mich ein wirklicher USP, ein richtiger Mehrwert, was ich habe, wenn ich das Ganze hier kaufe und nutze. Kommen wir zum nächsten Projekt. Das ist The Graph. Muss ich nicht viel erklären, kennen wahrscheinlich schon die meisten Leute. Scraph wird auch das Google der Blockchain genannt. Hier werden Daten eingespeist, verarbeitet und für Firmen, die
an dem Programm dran teilnehmen, können diese Daten abrufen für ein Entgelt. Und gerade auch in dem Thema DEX oder D-Apps brauchen gewisse Daten, die diese Graph aufgearbeitet hat, um dass diese D-Apps oder DEXs vernünftig funktionieren. Zusätzlich gilt The Graph auch als AI-Projekt. Allein deswegen ist da auch schon sehr, sehr viel Hype. Und sie treiben ja auch das Web 3.0 auch immer weiter voran. Projekte wie Aave, SushiSwap, MakerDAO, Uniswap, die nutzen ja alle schon The Graph. Ähnlich wie bei Ethereum, 1% der Gebühren werden verbrannt bei The Graph. Das heißt, wenn das Projekt richtig Fahrt aufnimmt, wird The Graph deflationär. Ähnlich wie bei Ethereum mit Ultrasound Money ist es möglich, wenn hier richtig Alarm ist, dass das Ganze deflationär läuft. Man kann sich auch einen Subgraphen hier erstellen, am Netzwerk dann teilnehmen und so auch von den Ganzen noch partizipieren. Sie lassen sich immer wieder was Neues einfallen, sind sehr innovativ, setzen Sachen auch sehr schnell um. Und meines Erachtens gibt es hier gar keine richtige Konkurrenz. Wenn wir uns den Preis angucken, sehen wir 40 Dollar Cent. Der Höchststand war bei 2,84 Dollar. Da sind wir 85% noch weg. Das war vor 3 Jahren. Ich denke, die 1,50 Dollar sind in diesem Zyklus noch möglich. Das wäre jetzt aktuell ein 3x. Muss aber dazu sagen, The Graph hat jetzt schon 170% Stand jetzt in den letzten 12 Monaten gemacht. Also sie sind schon ein bisschen gelaufen. Aber viele haben das Potenzial von The Graph noch nicht erkannt, meines Erachtens her. Sie sind zwar schon Platz 39, aber es ist für mich, wäre es keine Überraschung, wenn sie in den Top 20 sich festbeißen könnten. Das würde einen extremen Preisschub nochmal geben. Plus natürlich das Deflationäre, was möglich ist bei The Graph. Und das heißt, All-Time High ist für mich auch nicht weit weg in den nächsten Jahren. Das können wir locker erreichen. Und dann wären wir aktuell bei, ja, mindestens bei 700-800%, wenn wir wieder auf den All-Time High zusteuern. Das nächste Projekt, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich nur die wenigsten was sagen. Ich kenne das Projekt schon, da war es nicht mal in den Top 1000 gewesen. Habe ich schon aufs Radar gehabt und habe gedacht, ja, das könnte sehr, sehr interessant sein. Jetzt aktuell befindet sich Gelato auf Platz 427. Und Gelato ist ein sehr technisches Projekt. Ich weiß nicht, ob das die wenigsten verstehen, aber Gelato sorgt für die Infrastruktur von Smart Contracts. Also ein Smart Contract kann ich verschieden programmieren, verschieden aufbauen. Und gerade bei den D-Apps, DEXs, und so weiter, auch gerade in den Blockchain-Bereich, läuft ja viel über die Smart Contracts. Gerade auch bei Ethereum und so weiter. Und jeder, behaupte ich mal, hat irgendwo, der sich mal ein bisschen näher mit dem Thema Blockchain, D-Apps, Web3, hat sicherlich irgendwo mit Gelato mal benutzt, ohne es zu wissen. Also das heißt, Gelato ist im Hintergrund der Ingenieur, baut die Smart Contracts, wie die Leute das haben wollen. Es gibt zum Beispiel auch Limit Order, die sie eingefügt haben, schon seit Jahren. Und wenn wir an Uniswap denken, meines Erachtens ja, soweit ich weiß, haben wir heute nicht mal mehr einen Limit Order. Also allein schon ein Limit Order auf einen Smart Contract zu bauen, brauche schon eine technische Herausforderung. Wir sehen ja auch, über 500 Projekte nutzen Gelato. Und das sind Projekte wie Balancer, MakerDAO, Optimism, PancakeSwap, Synthetics und so weiter. Auch von den Investoren haben wir dabei zum Beispiel André Crony und den würden ja einige noch kennen. Er war ja der Phantom-Entwickler gewesen. Er gilt für viele als Koryphäe in seinem Bereich und mit dem sind sie sicherlich gut aufgestellt. Zusätzlich bei den Gründern von Gelato, Hilmar Ott und Louis Schlieske, haben etliche renommierte Hackathons gewonnen, wie zum Beispiel Ethereum Paris, Ethereum Berlin, Ethereum Cape Town oder Kyber DeFi Hackathon. Also die Gründer haben was auf dem Kasten, sind jung, sind hungrig, kennen sich schon sehr lange, arbeiten schon sehr lange zusammen, ist ein eingespieltes Team und sie gehen ihren Weg, sind mehr oder weniger, wie gesagt, im Hintergrund, deswegen ist da nicht viel Tamtam, aber Firmen oder Blockchain-Projekte, die in diesem Bereich sind, kommen mehr oder weniger an Gelato gar nicht vorbei, weil ihr Wissensvorsprung und Technologievorsprung so groß ist, dass es absolut Sinn macht, sich nicht zu verzetteln mit dem ganzen Prozess, sondern sich diese Smart Contracts als Beispiel programmieren zu lassen. Auch vom Preis her gesehen
sind wir bei 60 Dollar Cent. Der Höchststand war 4,21 Dollar. Da sind wir 85% weg. Auch hier sehe ich Kurse in diesem Zyklus noch bei 2,50 Dollar. Denke, ist realistisch, ob wir jetzt in diesem Zyklus nochmal das All-Time-High überbieten, wird sich sehen, ob dann eine richtig krasse Altcoin-Rally kommt und wie stark Gelato auf den Fokus kommt. Es gilt halt als Web3-Projekt, ist wie viele gesagt noch unter dem Radar, Platz 427, schwankt immer mal, Platz 600, 427, vor kurzem war es Platz 320, also es kommt immer mehr im Fokus. Wie gesagt, ich kenne schon, da war es Platz 1100 oder 1050 oder 80. Also wir sehen, auch bei Gelato ist natürlich einiges möglich, je nachdem, wie hoch sie kommen könnten. Wäre sogar mit Platz 427 vielleicht sogar ein 50x oder ein 100x möglich, muss man natürlich ganz klar sagen. Also hier ist natürlich extremes Potenzial, aber natürlich auch weiß man nicht, wie sich das alles entwickelt. Aber mit Platz 427 ist es halt kein Solana, Bitcoin, Ethereum. Ja, mit Platz 427 haben sie halt nicht die Prestige oder Marktkapitalisierung oder dieses Handelsvolumen, was andere haben, diese Verfügbarkeit. Weil wenn wir jetzt sehen, wir können es bei Gate.io kaufen, bei Uniswap, bei Max, Crypto.com, ja, es sind schon ein paar Bekannte dabei. Die großen fehlen noch. Und auch vom 24-Stunden-Handelsvolumen sehen wir, es ist wirklich ein kleines Projekt. Aber natürlich, wenn das Binance-Listing kommt, Coinbase-Listing, vielleicht sogar auf Bitpanda und so weiter, ist hier natürlich dann richtig Pulver drinnen in der Kanone. Und das Ding kann richtig abgehen. Deswegen für mich, was ich recherchiert habe, absolut unterbewertet. Muss ich ganz klar sagen. Ne? Ähnlich wie bei The Best sehe ich Riesenpotenzial. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal vor der Kamera und ich werde nochmal einige Punkte dazu sagen. Ja, liebe Leute, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Vorstellung. Und sicherlich könnte man noch tiefer in die Projekte gehen. Aber ich denke, das würde den Rahmen von diesem Video sprengen. Und gerade bei Best und Gelato sehe ich natürlich extremes Potenzial. Gerade weil sie auch von der Marktkapitalisierung sehr, sehr weit hinten sind. Und das Graph, muss man einfach sagen, kennt jeder, der sich ein bisschen mehr mit Kryptowährungen beschäftigt, kennt natürlich schon das Graph. Und da ist das Aufwärtspotenzial dementsprechend nicht ganz so hoch, aber wahrscheinlich auch von den Projekten das wenigste Risiko. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ich denke, mit Best, mit Panda, wenn man Kryptowährungen kauft, kann man es auf jeden Fall nutzen, gerade auch, weil man diese ganz krassen Benefits kriegt. Bei Graph ist natürlich auch der Vorteil Thema Staking. Also ich habe hier teilweise 11% API im Jahr und das ist natürlich sehr, sehr lukrativ, je nachdem, wo ich stake. Und mit dem Thema deflationär und den ganzen AI-Hype, der immer mehr kommt, sehe ich Graph auch am Anfang erst stehen. Und wie ich schon sagte, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Projekt in den Top 20 festbeißt. Und auch da ist es für mich unter 1 Euro ein richtig guter Einkaufswert und auch sehr weit weg noch von Alltime High. Also denke ich mal, mit Graph macht man auch nicht viel falsch. Und bei Gelato haben wir gesehen, Platz 426, auch ein sehr, sehr gutes, spannendes Projekt, sehr technisch, aber wichtiges Projekt, was die Infrastruktur von vielen D-Apps, Dexes, vielen Blockchain-Projekten bereitstellt. Extrem breite Palette und ist für mich so ein kleines Mäuschen, was sich irgendwo durchschlängelt. Jeder hat es mal gesehen, aber keiner weiß, wo es wohnt, sinngemäß. Ist das ein Projekt, was man Auge behalten sollte? Und da kann man sicherlich auch, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, eine kleine Position auch reingeben. Muss natürlich jeder selber abwiegen. Das ist hier keine Anlageberatung, das ist natürlich ganz klar. Des Weiteren könnt ihr mir gerne sagen, was eure Top 3 Projekte sind unter 1 Euro, schreibt es mir gerne rein. Zusätzlich lasst mich doch mal wissen, ob ihr in einer diesen Projekten investiert habt und wie lange ihr schon dabei seid. Würde mich wirklich sehr, sehr gerne interessieren. Und wenn du mehr Inhalte haben willst in diesem Bereich, Kanal abonnieren, auf die Glocke klicken und teile dieses Video an die Leute, die den nächsten heißen Tipp wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.